Ja, moin, Leute. Ich bin in Lübbenau, das ist im Spreewald, und werde dieses Wochenende Kanufahren euch mitnehmen. Falls ihr es auch machen wollt, so kann es aussehen. So, Leute, es geht direkt gut los. Ich habe mir hier einmal fett den Kaffee raufgehauen. So möchte ich natürlich nicht mein Kanu abholen. Das ist voll geil. Ich bin jetzt aus der Bahn rausgekommen und man kann quasi 100 Meter latschen und erstmal direkt einkaufen, was ich gemacht habe, bevor es dann in den Busch geht. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Ja, und dann bin ich in Lübbenau angekommen. Lübbenau ist auch der Start von dem Ganzen, hat einige Attraktionen. Man kann zum Beispiel mit Pinguin schwimmen. What? Man kann ein Bierchen trinken und es gibt verdammt viele Gurken. Gurke, 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 alles Gurke. Ja, ist ganz schön, guckt es euch an. Ich wollte jetzt auf jeden Fall aber direkt mein Kanu abholen und starten. Hallo, ich hatte ein Kanu gebucht. So, wenn du mal auf die Toilette musst, dann sagst du Bescheid. Ich brauche nur ein Bier heute Abend. Das haben die auf jeden Fall da. Dann ist alles gut. Ich bin jetzt für die nächsten 2 Tage mit dem Kanu oder Kanadier oder es ist ein Sit-on-Top-Kajak. Mit dem bin ich für die nächsten 2 Tage unterwegs im Spreewald. Das wollte ich schon immer mal machen und jetzt ist noch September. Das Wetter ist noch geil. Ich habe gestern Abend immer alles gepackt. Drohne, Kamera, Schlafsack, Hängematte. Ich glaube, das ist alles klar, genauso wie Kochkram. Aber es gibt einen Trick und den müsst ihr berücksichtigen. Und der stammt von Finn. Ich fahre 2 Tage los und hab 1, 2, 3 Unterhosen. Safety first. Ihr wisst nie, was passiert. Gerade im Outback. Hier habe ich so einen Beutel, der nass werden kann. Also der Inhalt wird nicht nass. Vorne Schlafsack. Wenn irgendwas passiert, habe ich schon mal ein Riesenproblem. Und hinter mir sind halt Kochkram, Klamotten und der ganze Quatsch. Wir schauen uns das Ganze denn jetzt einmal an. Wie geil ist das? Macht das Spaß 2 Tage lang? Ich bin noch nie 2 Tage am Stück Kanu gefahren. Wie sich das mit den Campingplätzen... Kann ein Brian 2 Tage in einer Hängematte schlafen? Kann ein Brian 2 Tage Kanu fahren? Ich glaube, danach sind wir alle schlauer. Ich habe richtig Bock, weil das Wetter noch mitspielt. Es soll auch das ganze Wochenende mitspielen. Und da, wo ich jetzt auf dem Campingplatz angerufen habe, Wilde Wiese heißt der, da gibt es sogar kaltes Bier. Ich habe so 3 Stunden vor mir. Das ist ein ganz guter Start für den ersten Tag. Und dann schauen wir mal. Der hatte nicht so Bock auf mich. Der hatte gar keinen Bock auf mich. Ah ja, vielen Dank. Ich werde die Szene noch mal mit dramatischer Musik unterlegen, damit wenigstens ein bisschen Action hier ist. Halt dein Maul! Ah ja, vielen Dank. So eine Welle hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Wellen wie diese treten völlig überraschend auf. Warum gucken die mich so an? Warum bleiben die jetzt stehen? Warum steigen die jetzt aus? Ich kann doch hier einfach filmen. Hallo? Hab ich was falsch gemacht? Ach so. Okay. Nee, ich wundere mich gerade nur. Ich filme hier gerade Polizeiauto und jetzt haltet ihr auch noch an. Alles gut. Ich habe uns gesehen, dass du im Spreewald bist, deswegen. Ach so. Aha. Aber schön, dich mal gesehen zu haben, mal kennengelernt zu haben. Ich habe mich jetzt gewundert, also das nicht, dass die Polizei hier langfährt, aber warum er aussteigt, weil ich habe dann noch schnell geguckt, Alter, ich habe hier kein Bier offen. Es ist eigentlich alles vorschriftsmäßig. Ich fahre nüchtern durch den Spreewald, aber er hat gestern bei Insta gesehen, dass ich hierher will. Der hat nebenbei noch 2 Angler kontrolliert, also ist seiner Arbeit nachgegangen, bevor jetzt irgendwer irgendwas anderes behauptet oder sonst was. Sehr netter Mann, hat mir nochmal bestätigt, dass mein Campingplatz super ist. Er hat mir noch eine Eisdiele empfohlen, ist dann auch direkt weiter. Dein Freund ein Helfer. Alles gut, Brian. Tief durchatmen. Ich frage mich aber trotzdem, wie er mich jetzt erkannt hat. Wahrscheinlich fetter, durchgeschwitzter Typ in einem roten Boot. Das sieht man gleich, wa? Und ich kann es nur nochmal betonen, der Brian hat wieder richtig Glück. Kein Mensch. Kein Mensch. Einfach geil. Einfach schön. Hier gibt es auch richtig viele Biber. Wir können mal einen Biber-Counter machen. Ich hoffe, ich sehe mindestens einen. Ich paddel die ganze Nacht. Wenn ihr mal Bock habt, mal ins Grüne zu fahren,
und nicht so die Wanderleute seid, bin ich halt auch nicht, dann ist Kanufahren eine ganz geile Variante. Das macht man ja sonst irgendwie nur auf einer Klassenfahrt oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass mir heute Nacht richtig der Arsch wehtut. Ich muss mal vielleicht morgen früh mal gucken, wie ich meine weitere Route plane. Die Anti-Dick-Arsch-Route. So Leute, nach 3, 4, 5 Stunden Entspannung stehe ich jetzt gleich vor der ersten Aufgabe. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es sieht aus wie eine Schleuse. In diesem Moment startet auch ein aufregender Beat und die Spannung steigt. Was ist es? Briny, was ist es? Und ich weiß gar nicht, wie ich hier aussteigen soll. Ich dachte, ich habe hier so eine Fischtreppe. Wir haben hier die höchste Schleuse Deutschlands. Wir überschreiten auch die europäische Hauptwasserscheide, so in 3-4 Kilometern Entfernung. Musst du zeigen, was du drauf hast. Ist das so richtig? Würdet ihr es auch so machen? Ja, wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Ziehen wir uns das erstmal rein. Oh, Pferde. Hallo. So, Selbstbedienungsschleuse, Einfahrt des Fahrzeugs unter die Tore schließen. Ja, okay. Einfach reindrücken. Komm schon. Scheiße. Nein. Nein. Oh Gott. Wie denn? Oh, da sind meine Unterhosen drin. Das darf nicht schief gehen jetzt hier. Jawohl. Ich hab's immer noch drauf. So, jetzt ist es zu. Muss ich da jetzt einfach aufmachen? Öffnen. Oh, öffnen. Oh, da hinten, unten geht's richtig ab. Aha. Guck mal, es bewegt sich. Scheiße. Ist es zu viel? Oh, nee. Ich bin hier nur mit 4 Pferden. 5. So, ich würde mal behaupten, jetzt kann ich das hier irgendwie aufmachen. Oh, geil, Alter. Ist das eine geile Technik? Das darf man einfach selber machen. Alter, wie ein Profi. Normalerweise, wenn hier im Sommer an der Saison mehr los ist, dann packt man, also dann stehen Kids an der Schleuse, die machen dann auf und zu und dann schmeißt man eigentlich in so einen Becher 1-2 Euro rein. Gehört sich so. Finde ich auch eigentlich ganz cool, ist auch ganz witzig. Können die Kinder da was dazu verdienen. So, und jetzt muss ich hier mal, das ist hier eigentlich mein Kulturbeutel, aber ich habe Bock auf ein kaltes Getränk. So, ich weiß, das ist nicht der geilste Schluck, aber ja, jetzt eine Cola mitnehmen und rum, war ein bisschen schwierig. Jetzt kann ich das hier mal in Zahnputzscheiß reinpacken und dann können wir es nochmal ein bisschen kühlen. Yeah. Jetzt wird es mal Zeit hier. Konarch. Da steht immer drauf, das, vielleicht kann das mir das jemand von euch erklären. Da steht immer bei diesen ganzen Mischedosen drauf 10%. Was 10%? 10% Rum? Oder 10% Alkohol, weil das kann nicht sein. Wenn du 2 so eine Dinger getrunken hast, bist du rund wie ein Buslenker. So, da ist wieder ein Schild. Man muss sich ja mal überlegen, dass ich jetzt hier irgendwelche crazy Wege fahre, durch irgendwelche geilen Flüsse und jetzt gleich bei einem Campingplatz ankomme. Es ist, glaube ich, ein, ich kenne mich da nicht so aus, Bio-Reservat, Biomilch, Hafermilch, irgendwas. Hi. Ryan? Ja. Hi. Hi. Geht's hier zur wilden Wiese? Ja, ich glaube. Ja. Okay. Ciao. Hat der Bürgermeister mich hier angekündigt oder was? Oh. Aber Leute, ich habe damit gar kein Problem. Ich finde das immer witzig. Und alle Leute durchweg nett. Man lernt richtig viele Leute kennen. Alter, ich hab's geschafft. Aber nicht so ohne, ey. Aber nicht so ohne. Ich habe mich halt 1000 Mal verfahren. Aber es war so schön. Schönes Verfahren. Ich muss jetzt eine Hängematte aufbauen. Ich habe noch nie in der Hängematte gepennt. Mein Bruder hat mir gesagt, ich soll die noch, also als ich schon in Berlin war, hat er geschrieben, ich soll die kontrollieren. Ob alles dabei ist. Wenn das nicht dabei ist, dann habe ich ein richtiges Problem. Schnell aufbauen, schnell 2 Bier, schnell was kochen, früh ins Bett, früh raus. Ob das klappt, werden wir sehen.
Schade, dass Kinsey nicht dabei ist. Du alte Nudel. Alter, ich habe richtig gut geschlafen. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Das war richtig gut. Ist jetzt nur ein bisschen zu hell. Aber ist ja auch Campen, ne? Oh, geiles Wetter. Das ist hier einfach eine 10 von 10. Das ist einfach nur schön. Guck mal, ich habe eventuell was Kleines zu essen gefunden. Also hier kann ja auch kein Fuchs hingepisst haben. Ich esse, das habe ich mal bei Fritz Meinecke gesehen, essen wir mal nur eine. Das sieht auch super aus. Wenn ich den einen jetzt vertrage, dann habe ich noch mehr zu essen. Weil ich muss auch echt sagen, ich habe nichts mehr. Es ist richtig warm. Hier sind jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Leute unterwegs. Bei Lippe und Leibe oder wie es auch alles heißt. Ich halte immer drauf, wenn was abgeht. Ansonsten bin ich nur am Paddeln, am Meter machen. Und um den nächsten Campingplatz zu finden und was zu essen zu finden. Das ist jetzt ein richtiges Touri-Dorf. Kann hier seine Kanus hinlegen. Da vorne gibt es ein Restaurant und überall diese so ein Kahn. War natürlich in der Wildnis ein bisschen geiler. Hier ist richtig viel los. Es ist Stau auf dem Wasser. Und es ist auch mal angenehm, mal wieder zu laufen. Deswegen gucken wir uns das jetzt zu Fuß an. Alle Frauen können rein! Ich werde jetzt hier wieder rausfahren. Jetzt muss ich irgendwie einen Schlafplatz finden. Leider hat alles, was ich bis jetzt angerufen habe, dicht. Oder es geht keiner ran oder die haben keine Plätze mehr. Liebe Campingfreunde. So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe einen Platz bekommen. Hier schön am Fluss. Ich darf mich zwischen dem und dem Baum hängen. Wie ihr seht, ist das eine ganz schön weite Strecke. Aber der Spot ist perfekt. Mein Arsch ist richtig rund. Es war sehr anstrengend. Ich habe voll Bock auf eine Dusche und freue mich auf eine zweite Nacht als Banane. Oh, jetzt werde ich erstmal gucken, wie ich das mache. Ich habe zum Glück Spanngurte mit. Dran. So, guten Morgen. Ich bin jetzt wieder auf dem Wasser. Die letzte Etappe zum Verleih ist überhaupt gar nicht mehr weit. Und mein Fazit ist, es war sehr schön. Es war sehr entspannt. Ich bin richtig früh ins Bett, richtig früh wieder raus. Morgens ist es auch am geilsten zu fahren, weil ihr seht, ist hier kein Mensch. Und letztendlich kann man sich auf jeden Fall Kochsachen mitnehmen, aber man muss gar nicht so viel Lebensmittel mitnehmen, weil hier einfach so viele Restaurants sind. Und ich würde in der Wache fahren, da ist weniger los. Das war's. Jetzt geht's nach Hause. Viel Spaß noch, schönen Tag. Ich bin auch ein bisschen fertig.